Resize Slots in Selection. Wie kann ich die Zinken in meinem Schnittmuster schnell an eine andere Materialstärke anpassen? Heute geht es um eine kleine, geniale Erweiterung von Lightburn in der derzeit neuesten Version 1.3.01. Hallo, liebe Leserfreunde. Ihr habt euer Lieblingsschnittmuster gefunden, aber es ist nicht ausgelegt für die Höhe eures Materials. Dann seid ihr hier richtig. Es gibt drei verschiedene Richtungen, die das Tool anspricht. Zinken, die nach außen gehen, innenliegende Zinken und die Steckschlitze. Mit dem Lineal kann man die Länge der Zinken nachmessen. Ablesen kann man den Wert im dazugehörigen Infofenster. Welche Linie er misst, färbt Lightburn beim Überfahren mit der Maus pink. Die Zinken in meinem Beispiel haben alle 4 mm. Auch das kleine Steckloch in der Mitte. Ich möchte meine Zeichnung für ein 3 mm Material abändern. Die Funktion lässt sich auf alle Objekte gleichzeitig anwenden. Wichtig ist jedoch, sie dürfen keine Gruppe sein und es sollten gerade Zinken sein. Keine konischen und die Konturen müssen geschlossen sein. Unten im Menü Werkzeug befindet sich nun das neue Werkzeug Resize Slots in Selection. Das geöffnete Tool markiert nun gleich alle gefundenen Linien. Was passiert hier? Es gibt 3 Punkte zur Auswahl. Diese entsprechen, wie eben erklärt, den Ausrichtungen oder Arten von Zinken. Standard ist der Punkt Slot Depth für die Slottiefe eingestellt. Mit diesem werden nun alle rot dargestellten Linien angesprochen. Diese sind die, die von der Außenkante des Objekts nach innen gehen. Zinken, die von der Objektkante nach außen ragen, oder die Steckschlitze werden nicht angesprochen. Mit Slot Wide, der Slot- oder Zinkenbreite, wird mein sogenannter Steckschlitz angesprochen. Bei den Modis ist es egal, ob die Schlitze gerade oder schräg auf der Arbeitsfläche liegen. Der dritte Modi, Tab High, ist für die Tab-Höhe. Die Höhe entspricht dabei allem, was von der Objektkante nach außen geht. Warum hat er bei mir nun die Linien gleich gefunden? Das liegt daran, dass meine alte Materialstärke schon durch alte Änderungen dem eingetragenen Wert bei Old Material Thickness übereinstimmt. Ich brauche nur noch meine neue New Material Thickness Materialstärke eingeben. Die Toleranz steht dabei für eine kleine Abweichung, in der sich die Größe eines Zinkens befinden darf. Beispielsweise bei einer unsauberen Zeichnung. Ich bestätige die Höhe mit OK und wiederhole den Vorgang mit dem Slot Resizer. Diesmal mit der Slot-Tiefe und gleichen Materialangaben. Gleichzeitig lassen sich die Auswahlpunkte noch nicht aktivieren. Deshalb auch noch ein drittes Mal für die Slot-Breite. Auch hier passen die Materialangaben. Fertig. Ich bin vorsichtig und überprüfe die Werte noch einmal grob mit dem Lineal. Die 3 mm Materialstärke stimmen. Wie funktioniert das nun? Lightburn misst Linien, die parallel zueinander stehen, in der Länge und erkennt die geschlossene Außenkontur eines Objekts. So erkennt er die Richtung, in der ein Zinken steht. Findet sie nun bei den Ausgewählten eine Linie mit dem gesuchten Wert alte Materialdicke, kann sie diese entsprechend von der Außenkontur weg oder zur Außenkontur hin verkürzen. Natürlich auch verlängern. Bei dem Schlitz findet Lightburn 2 Außenkanten. Hier wird der Wert aus seinem Mittelpunkt heraus verändert. Ein kleiner Überblick an einem bestehenden Projekt. Als Beispiel der Schwibbogen. Ist er mir letztes Jahr einfach zu klein geworden? Vergrößere ich ihn einfach über die Prozentangaben in X und Y gleich doppelt so groß.
Hier sind nun jede Menge Steckschlitze. Durch die gesamte Vergrößerung ist die Materialhöhe auf 8 mm gestiegen. Alles markieren und den Punkt Resize Slots in Selection öffnen. Alte Materialstärke 8 mm und neu sollen es 4 mm sein. Ich wähle die Option für die Slotbreite und sehe schon, dass meine Ecken nicht mitgeändert werden. Auch bei der Option für die Höhe gibt es hier wohl noch eine kleine Verbesserungsmöglichkeit. Breite und Höhe gleichzeitig erkennt Lightburn nicht. Aber vielleicht sind meine Eckschlitze ja auch nicht wirklich regelkonform. Das sollte wohl ein Tischler wissen. Ich ändere also zunächst nur die Slotbreite. Wiederhole den Vorgang für die Höhe. Und ändere die Ecken manuell ab. Zwei kleine Hilfslinien und mit dem Knotenpunkt die Punkte wie gewohnt verschieben. Teile mit Innenleben sind oft gruppiert. Wie erwähnt, müssen diese erst aufgelöst werden. Ob eine Gruppe noch unaufgelöst ist, sieht man bei einem ausgewählten Objekt, wenn die kleine Figur noch schwarz ist. Grau bedeutet, die Objekte sind aufgelöst und wieder einzeln bearbeitbar. Funktioniert also etwas nicht, müsst ihr schauen, ob ihr die richtige Lightburn-Version installiert habt. Ob das Objekt geschlossen ist, ob es keiner Gruppe zugehört und ob die alte, zu findende Größe des Materials auch wirklich stimmt. Und zuletzt, es gehen derzeit noch keine Schwalbenschwänze und Eckschlitze. Ich hoffe, euch hat das neue Tool gefallen. Ich finde es großartig. Da kann sich manch anderes Programm wohl eine Scheibe abschneiden. Dies ist keine Werbung, dennoch ein dickes Drinker-Danke an Lightburn. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und freue mich, wenn ihr weiter Lust habt, meine Videos zu schauen. Dicke Drinkküsschen. Thank you.